Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meiner neuen Maus, der Death Adder Razer Elite Chroma Key Razer. Mit so einem Zeichen drauf, weißt du? Das ist übrigens meine Tastatur. Wer hat die Chaser oder was denn da los? Ihr habt ja mitbekommen, dass meine alte Maus zerschrotet war. Und deswegen musste ich mir eine neue kaufen. Und viele von euch haben mir geraten, ich soll unbedingt in den Mediamarkt gehen, damit ich sie praktisch anprobieren kann. Hier könnt ihr diese ultra krassen Sachen sehen, voll bis 16.000 dpi. Also, wenn man die Maus nicht bewegt, dann dreht sie sich praktisch im Kreis. So hart ist das dann ungefähr. Das brauche ich natürlich nicht, denn ich spiele mit maximal 800 dpi. Also die geringste Einstellung, die man defaultmäßig einstellen kann. Ich hole sie mal raus. So, komm nun out. Okay, das ist mit einer Hand ein bisschen blöd zu machen, aber wir werden es schaffen. Ich lege diese Hülle nun zur Seite. Handbücher, jawohl. Ich frage mich, was man mit der linken Maustaste macht. Verschissel mal. Alles klar. Ich klebe es genau hier hin, dann sieht man nicht, dass ich da schon die Ding komplett abgerubbelt habe. Dann ist ja nochmal so ein Schreiben, dass sie es so toll finden, dass man ihre Ware gekauft hat und eine Beschreibung. Ach ja, und es gibt eine Software. Das habe ich aber im Vornherein schon gewusst. Da kann man dann die Maus einstellen, die Farben und sowas. Let's get this shit out of the box. Nach den Schambammel da abziehen, okay. Oh my God. Sieht ultra voll gejist aus. Heide, nein, Kartoffelbrei. Ich hätte vielleicht nochmal sauber machen sollen. Peinlich. Ich baue nun die Maus auf. Sie hat hier noch so ein ultra, so ein Gummiding. Und hier hat sie nochmal so ein Gummiding. So. Das verschwindet da hinten. Und die Maus Bungee kommt dann rein jetzt. Also. Okay. Ich sehe jetzt gerade, dass der von Speedlink ist. Umweiter Statur A. Ah, cool. Ranzo. Samsung. BenQ. Was mache ich eigentlich für Scheiße? Ich wollte euch noch das Mikrofon alles zeigen, aber wartet mal. Daraus kann ich ja eigenes Video machen. So, da fährt der BC hoch. Es ist ein bisschen hell, eine Sekunde. Das ist wirklich ein schickes Teil. Ich bin gespannt, wie es so an sich läuft mit dem Ding, also was ich damit so drücken kann und was nicht. Ich denke natürlich, dass meine Aces sich jetzt auf jeden Fall auch steigern werden. Vor allem, weil es auch hier vorne rausleuchtet. Das zeigt, dass man die Waffen auch extrem schnell wechseln kann, für die, die es nicht wissen. Und das hier hinten ist nur zum Angucken. Ich weiß, ich könnte jetzt eine Bildschirmaufnahme machen, aber ich will das jetzt alles einfach auf einer Videospur haben. Hier ist das Programm, das heißt Synapse. Und da kann man unter anderem die Beleuchtung einstellen. Und zwar kann man hier wechseln, atmen, reaktiv, Spektrum und so weiter und so fort. Und hier unten die Intensität, die ist auf sehr low gestellt. Ich mach mal ultra high. Wie es abgeht, oh Gott! Ja gut, aber ich bin niemand, der das gerne auf ultra, ultra hell hat. Sie liegt gut in der Hand. Das war der Vorteil, den ich auf jeden Fall hatte, als ich im Mediamarkt war, weil ich sie eben einfach testen konnte. Und es war wirklich die einzige, die gepasst hat. Ich habe alle möglichen Mäuse durchprobiert. Ihr wisst, ich bin ein Sparfuchs und ich will für sowas nicht viel Geld ausgeben. Und ich probiere rum. Die meisten waren einfach zu klein. Also von ihrer Breite, aber auch von ihrer Länge. Dann hatten ultra viele hier an der Seite 100 Millionen Tasten. Und manche hatten hier vorne auch noch Tasten. Weißt du, du drückst irgendwo rum und auf einmal hast du aus Versehen eine Pornoseite gekauft oder so. Ich brauche nur diese zwei hier und die üblichen Mausgeschichten einfach. Mehr will ich gar nicht. Sonst drücke ich nur irgendwie rum und dann fährt der PC runter, nicht? Ich stand dann da und dachte mir, geil, Mann. Jetzt stehe ich hier wirklich vor diesem Razer-Regal. Das ist ja wie Apple für Mäuse. Theoretisch zahlt man ja auch übelst viel nur für den Namen mit. Aber es war die einzige, die gepasst hat. Und ich dachte mir, hey, ich muss ein gutes Feeling haben, damit das alles passt. Also weil ich sie ja auch täglich brauche für die Arbeit. Ich denke, ich kann mich sehr schnell damit einfinden, in diese Maus hinein, um dann damit wirklich auch gut was zu machen. Und jetzt verlose ich zwei Sticker. Ich will, glaube ich, seit 2 Jahren ein Postfach machen, damit ich euch Zeug schicken kann, damit ihr mir Zeug schicken könnt. Vielleicht schenke ich auch dieses Schreiben von Ming Liang Tan. Der hat unterschrieben, siehst du das? Das ist wahrscheinlich ein Zahnarzt oder so. Okay, Leute, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen und vor allem schreibt auch gerne was dazu, was ihr von dieser Maus haltet. Ob ihr jetzt sagt, ey, du hast da echt Scheiße gekauft. Ich habe mir überhaupt keine Rezession durchgelesen. Ich habe mich davon nicht informiert. Ich bin einfach nur hin und wollte eine, die mir gut in der Hand liegt. Weil ich noch nie wertvolles Gaming-Equipment hatte. Noch nie. Die teuerste Maus, die ich mir selbst gekauft hatte, war, was weiß ich, 25 Euro oder sowas. Ich habe immer Default-Mäuse genutzt. Und meine Freundin hat angefangen, dann, als wir zusammenkamen, mir solche Sachen zu schenken, solche Gaming-Geschichten. Und durch sie habe ich dann Gaming-Mäuse, also eine Gaming-Maus gehabt. Wartet, ich zeige euch noch kurz. Das ist die alte. Man sieht von der Größe her, die ist ein bisschen kleiner von der Länge, was mir sehr, sehr zugute kommt. Also das hat mich ultra gefreut. Das habe ich nicht gemerkt, dass die länger ist. Natürlich ist die breiter und man kann den Daumen hier ablegen. Und hier hat man auch so ein bisschen mehr Ablagemöglichkeit wie hier an der Seite. Nichtsdestotrotz ist die hier ultra nice, also gerade weil meine Finger recht lang sind und ich will nicht hier rumschrappen am Mauspad, ne, wenn ich spiele. Die ist leider zerschrotet hier.
Das war die Magic Eagle. Ich kann das Teil auch nur empfehlen. Also, die ist nach 2 Jahren kaputt gegangen. Vielleicht habe ich sie unsachgemäß genutzt. Mir ist sie einmal vom Tisch runtergerutscht und hing. Sie ist nirgendwo dagegen geschlagen. Sie hing einfach nur am Kabel. Vielleicht habe ich dadurch einen Wackelkontakt erzeugt. Und dieses Teil kann ich jetzt so zumindest... ich habe jetzt hier auf Windows rumgeklickt und sowas. Und es ist einfach ein riesiger Unterschied zu der kaputten natürlich. Weil da, die hat geleckt und hin und her. Und hier ist einfach alles flüssig. Naja. Ich werde beide auf jeden Fall in die Beschreibung packen, falls ihr da mal reingucken wollt. Das sind wieder Amazon Reflinks. Also von meinem Partner Link, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr da drauf geht und die Maus kauft, dann bekomme ich davon 5%. SteelSeries wird erkannt als Gesicht. What the fuck? Guckt euch mal dieses schöne Gesicht an. Minchi! Ich freue mich schon so ultra, das Teil jetzt richtig einzuspielen. Es wird so geil. Okay, jetzt aber gut. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann freut euch ein Ast. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Shakalaka, that fucking ass. Look at them titties. Look at them old titties. Look at them new titties.